grüße euch. Willkommen zum achten Tag meiner kleinen Reise, 30 Tage bis Berlin, meine Wettkampfvorbereitung hautnah. Ja, ihr habt es gestern gesehen, gestern hatte ich meinen Hype-Tag gehabt. Ja, ich hatte 100 Gramm Reis extra in Form von Risobel, also diesem Hundefutter, was aber auch für den Menschen durchaus absolut in Ordnung ist, weil genau dieselbe Grundsubstanz ist, die auch für den Menschen verwandt wird, für Reiswaffeln etc. Und diese 100 Gramm habe ich heute Nacht richtig gespürt, beziehungsweise nicht gespürt, weil ich durchgeschlafen habe. Von halb elf bis um halb sechs wirklich am Stück geschlafen. Und da sieht man mal wieder, dass dieser Makronährstoff Kohlenhydrat, wie wichtig der ist, auch für den Körper und welche Auswirkungen das hat, wenn der Körper halt diesen Makronährstoff nicht bekommt. Bei mir steht heute noch Brusttraining auf dem Programm. Ich werde auch noch vorkochen müssen. Nehme euch da mit, zeige euch noch ein bisschen was und auch beim Training werde ich wieder ein bisschen was abfüllen, den ein oder anderen Kniff, den ein oder anderen Geheimtrick, der mir persönlich geholfen hat und hoffentlich auch dir weiterhilft, dass du im Sport, in deinem Training weiter vorankommst und Fortschritte machst. Wir sehen uns nachher auf der Trainingsfläche. So, da sind wir auch schon auf der Trainingsfläche. Brust steht an. Und ein kleiner Tipp von mir nochmal. Ich sehe es mal ganz oft, dass bei den Brustübungen so gerade gedrückt wird. Ne? Stellt euch immer vor, ihr wollt jemanden wegschubsen. Und wie macht ihr das instinktiv? Ganz genau, ihr schubst den so weg. Ihr würdet den immer so wegschubsen und niemals so gerade. Und genauso müssen wir die Brust auch trainieren. Und das mache ich jetzt mal vor und achtet mal auf die Stellung meiner Hände, die bilden hinten hier so ein V und drücken die Brust nochmal richtig schön zusammen. Mein Brusttraining ist geschafft und ich bin auch geschafft. Bin heute richtig schwer ins Training gekommen und richtig gemerkt, musste mich richtig überwinden. Und das auch so ein bisschen dem High-Tag gestern geschuldet. Klar freut man sich, wenn man ein bisschen mehr essen kann. Aber das Problem ist, warum macht man diese High-Tage überhaupt? Man kann ja nur abnehmen, wenn man weniger Kilokalorien zunimmt, als man verbraucht. Relativ einfach. Aber ab einem gewissen Punkt wird eine gewisse Hirnstruktur, der Hypothalamus, da sitzt unser Ernährungszentrum, dahingehend das quittieren und reagieren, dass der Stoffwechsel halt gesenkt wird. Und wenn man ab und zu mal so einen High-Tag einbaut, verarscht man den Hypothalamus so ein bisschen und sagt, du kannst den Stoffwechsel oben halten, lass mal die Verbrennung auf Hochtouren, ist alles in Ordnung. Ja, ist aber nicht in Ordnung, weil ich einfach zu wenig esse. Und mein Stoffwechsel ist jetzt, der brennt, kriegt aber wenig zu essen und das habe ich heute gemerkt. Für meine Form wird es gut sein, aber für die Verfassung und gerade für die mentale Verfassung ist es eine Katastrophe. Genau, aber jetzt geht's nach Hause. Jetzt gibt es erstmal ein schönes Mittag. 50 Gramm Reis, 200 Gramm Fleisch, Gemüse. Da freue ich mich jetzt drauf. Und nochmal ein kleiner Tipp für alle die, die mit dem Sport anfangen. Habe ich heute auch wieder gesehen. Wenn ihr neu beim Sport seid und gerade in den Discount-Bereichen, nehmt euch wenigstens für die erste Woche einen Trainer oder jemanden an die Hand, der zumindest weiß, wie die Geräte einzustellen sind und wie der grobe Ablauf funktioniert. Da gibt es so einen schönen Chirurgenspruch. Schulter und Knie heilt nie. Nicht nur, dass ihr mit dem Muskelaufbau da nichts zu tun haben werdet, im schlimmsten Fall ruiniert er in relativ kurzer Zeit
eure Knie, Bänder, Sehnen und Gelenke und sind ja die Strukturen, die wirklich langsam heilen bis gar nicht heilen und euer ganzes Leben lang halten müssen. Ne? Es sei denn, ihr wollt irgendwann einen Behindertenausweis haben und umsonst mit der Stadtlinie fahren, dann macht das richtig, aber ansonsten nehmt euch bitte einen Trainer und guckt, dass ihr die Übung richtig macht. So, ich freue mich jetzt auf meinen Mittag und wir sehen uns nachher in der Küche. Ich habe den heutigen Feiertag nochmal genutzt, um ein kleines Mittagsschläfchen zu machen, aber länger als eine halbe Stunde ist ja momentan einfach nicht drin. Einfach der Diät schuldet länger, kann ich auch einfach am Nachmittag nicht schlafen. Aber ist gar nicht schlimm, ich nutze die Zeit jetzt, um Essen vorzubereiten. Und ihr wisst, ich bin immer ein Freund der regionalen, saisonalen Küche. Und deswegen gibt es bei mir heute einen guten alten Weißkohl. Den bereite ich mir vor, das zeige ich euch. Und als Fleisch gibt es schön wieder aus Kuhhaus natürlich. Diesmal eine Kalbsflanke, zwei Kalbschnitzel. Wir haben natürlich ohne Panade. Kann man auch super so machen, die werden ganz kurz scharf angebraten und ja, dann habe ich auf jeden Fall Essen wieder für die nächsten Tage und der Kohl wird auf jeden Fall so lange reichen, dass ich was von einfrieren kann. Das zeige ich euch auch, wie ich das mache, dass man das gleich schön vorportionieren kann und immer auch eine schnelle Alternative im Gefrierer hat, wenn der Alltag mal das nicht zulassen sollte, dass man sich in die Küche stellen kann. Den Weißkohl habe ich jetzt klein geschnitten, das ist ein ganzer Topf voll geworden, zusammen noch mit zwei Zwiebeln. Das wird jetzt schön eingekocht und dann werdet ihr nachher sehen, dass da gar nicht mehr so viel von übrig bleibt. Und ich habe eine super Gemüsequelle für mein Essen für die nächsten Tage, schnell und einfach selbst gemacht. Mein Fleisch ist abgebraten und der Kohl dünstet noch vor sich hin, das zeige ich euch. Fleisch super schön mit Röstaromen, ganz klasse, da freue ich mich richtig drauf. So, Achtung, jetzt wird es heiß. Ja, und der Kohl, ihr seht, der ist mal fast so um die Hälfte eingeschrumpft. Ihr habt noch ordentlich Kümmel dazu, mein selbstgemachtes Chili-Salz. Und dann wird er nachher auf drei Portionen verteilt. Und was übrig bleibt, das mache ich immer hier so in so Zipperbeutel. Und so ungefähr so ein Zentimeter dick. So, dann packe ich das ganz flach in den Gefrierer und kann mir das dann portionsweise wirklich so abbrechen wie von so einer Platte und habe immer ja eine super regionale, saisonale Gemüsequelle für mein Essen. Und das so, wie ich mir halt ja Umweltschutz vorstelle, indem ich einfach auf regionale Produkte zurückgreife. Ich konnte dir heute wieder einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben zeigen, aus meiner Wettkampfvorbereitung. Und ich habe es auch schon gesagt, Muskelaufbau und gerade so eine Wettkampfdiät, die findet halt zu 90% in der Küche statt. Und das ist halt das A und O, auch generell beim Muskelaufbau. Training ist alles schön und gut, da setzen wir aber wirklich nur den Muskelreiz. Umgesetzt werden muss es in der Küche. Ich wünsche dir noch einen schönen Karfreitag. Und wir sehen uns morgen zum 9. Tag schon meiner kleinen Reise, 30 Tage bis Berlin. Und morgen ist wieder Beintraining und dann nehme ich dich natürlich gerne wieder mit. Euer Felix.